So, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Legend of Kay. Donnerwetter, was hatte ich letzte Folge für schwere Kämpfe, ey? Das ist unglaublich. Und da sehe ich wieder eine verschlossene Tür. Kommandant Kay, wir haben auf Sie gewartet. Der Nachrichtendienst der Avalanche hat uns informiert. Sir, wir haben das Gebiet in der Nacht untersucht und Folgendes beobachtet. Sir, es wimmelt hier nur so von Feinden. Ratten, Gorillas. Und die rechte Hand ihres Anführers. Du meinst seinen Leibwächter? Ja, Sir. Sein Adjutant. Er bewacht den Eingang zur unteren Ebene. Du meinst das antike Verlies? Genau, das antike Verlies. Sir, das antike Verlies ist durch ein Tor mit vier Siegeln versperrt. Zum Öffnen dieses Tors müssen Sie die vier Katzenstatuen finden und aktivieren. Sir, seien Sie gut bewaffnet und metzeln Sie alles nieder, Sir. Kommandante, die Avalanche ist mit Ihnen. Bänkelenklinkchen, okay, die Macht sei mit mir oder so ähnlich. Ja, einmal hier die Seekarte, die haben wir ja letztes Mal gefunden. Und dann aktiviere die vier Kartenstatuen, um die Siegel am Tor zu öffnen. Das versiegelte Tor wurde von den alten Vorfahren der Katzen geschaffen, die vier großen Kampfmeister in Diensten ihrer Meister, nein, ihres Königs, besaßen jeweils ein Siegel, aber nicht den Ralf-Siegel. Aber das war einmal. Mittlerweile haben die Gorillas die Kontrolle über das Tor übernommen. Suche die vier Katzenstatuen. Ja, ja, um das zu öffnen. Klar, das wiederholt sich ja schon zweimal hier. Finde die Tat und so. Blablabla. So, werden hier seine Zelte aufgeschlagen. Hallo? Warum ist da so ein Ding? Da ist so ein Dreifach-Dings. Okay. Oder doch ein Mehrfach-Ding. Hey. Das geht nicht. Warum auch immer. Na gut. Die anderen muss ich nur einmal treffen, komme ich weiter, aber hier sogar mit dem Hammer. Hallo, ihr Ratten. So, was ist denn hier auf der Seite? Auch Ratten. Warte. Boah, Alter. Dass du mit dem Hammer da nicht durchkommst. Bei den kleinen Viechern, wenn die die mal irgendwie blocken oder so. Was für ein Ding? Alter, nimm doch deine Scheißwaffen da irgendwie mal runter, dass ich bei dir durchkomme, du Dödel. Warum gibt es bei euch hier keinen Käse oder sowas, dass ich euch damit ablenken kann, Mensch? Und der trifft mich einmal und ich habe zwei Herzen hier verloren, sozusagen. Ah, genau, und nochmal. Boah, das ist so brutal unfair. Du bist voll am Schlagen. Und die treffen dich. Wie gemein ist das denn? Hallo? Okay. Da sind die Affen. Und Krokus. Und noch mehr Krokus. Alle Ausgänge schließen! Du bist okay, also. Alle, schließt jetzt! Haha! Jetzt wird's lustig, Eindringling! Ja, jetzt wird's lustig! Boah, ey, ich bin schon Sekunden vorher am Rollen oder was auch immer. Und es bringt immer wieder nichts. Natürlich, ich schmeiße mit Bumerang, ja. Ey. Boah. Ja.
Ich drücke zum Springen. 3-4 Mal, ich kann nicht springen. Oh, der Hammer, das bringt hier nichts, wenn da zu viele Gegner sind, ey. Genau. Ist das total, ey, das, nee, das bringt nichts. Ich nehme mein Schwert. Hier drücke ich hier auf und zack, ich kann sofort springen oder was, ey. Zack. Genau. Mach dir auf. Im Liegen will ich dich nicht hier kalt machen. Und da ist natürlich auch wieder ein Schloss, natürlich. Also ein Schloss. Oh, wie ich das hasse, ey, wenn das zu viele Gegner kommen, die dich mit einem Schlag weghauen können, ey. Ja, hoa, selber hoa. Oh, was Grünes. Das haben wir ja selten. Na gut, dann komme ich eben von oben. Jetzt wart doch mal hier. Moment. Nein. Oh Gott, nee, das bringt so nichts. Ah, Alter. So. Mann, damit geht sogar besser für mit dem Hammer, ey. Boah, Alter, und dann noch 1000 Gegner auf einmal, ey. Boah. Natürlich, liegt einer vor dir auf dem Boden, du kannst immer den nicht wegräumen. Es geht nicht. Ja, dreh du dich mal hier. Alter. Ist das brutal, ey. Und du musst auch die Kamera hier zum Eck selber drehen, ey. Meine Fresse, ey, wie brutal. Ja, genau. Dreh dich doch nochmal schwindlig hier, ey. Oh, ja, noch mehr, genau. Hallo. Moment, ich will die Dinge hier einsammeln. Oh, ich kann mich wieder nicht bewegen, genau. Ey, das ist so brutal. Hör mal auf dich da zu drehen, du Affe. Und natürlich nicht getroffen. Lass mich, du olle Ratte. Oh, Alter, wie schwer kann man das einem machen, ey. Ja, genau. Trifft er mich, ey. Der hätte echt nicht sein müssen, ey. Wenn man sich mal ein bisschen früher bewegen könnte, ey. Aber nein. Dann prallst du irgendwie auf den Boden auf oder sonst was. Und dann musst du dich erstmal erholen. Hier auch. Du kannst dich nicht bewegen. Und die hauen dich mit einem Mal so viele Leben weg, die scheiß Affen, ey. Oh, ist das gemein, ey. Alter. Ja, genau, da trifft er mich, ey. Oh Gott, ey. Genau, ich hab den Hammer aufgeladen, ey. Nein, ich konnte nichts machen. Alter, das ist doch nicht normal hier, ey. Dann mach ich mal diese Attacke hier, Mensch. Bam.
Und schon ist die nächste Ratte da, ey. Nein, ich nehme mein Ding hier. Dass die sich immer drehen müssen, ey. So, gib mal mein Herz her. Gib mir mein Herz zurück. Hier fliegen gleich die Hütte durch die Gegend. La 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 la. Alter. Nein, natürlich nicht. Die mit den Hammer- und Drehattacken, die sind so brutal unfair, ey. Egal, ob du in der Luft bist oder nicht, ey, hinter denen bist, die treffen dich. Guck mal hier, du kommst nicht durch. Oh, ist das kacke, ey. Und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen. Ich glaub das ja nicht, ey. Oh, ist das blöde, ey. Und dann ist da nichts drin. Natürlich, warum denn auch? Ja, ich kenne das doch schon. Die Dinge hier einsammeln. Und die eine Ratte trifft mich einmal und hat wieder zwei Leben weggehauen, ey. Boah, ich hasse das, ey. Mit ihrem scheiß Bumerang hier oder was die da haben. Ja genau, kann ich mal vorbei an dir, ey. Die sind so kacke. Genau. Bloß nicht treffen lassen. Nein, ich drehe mich hier. Zack, zack, zack. Oh Gott, diese scheiß Affen, ey. Und jetzt hast du nur noch zwei Leben wieder, ey. Das ist doch einfach nicht wahr, Mensch. Wie sollst du dagegen ankommen, verdammt nochmal. Die hauen dich hier weg, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Genau, du startest da und die Ratte trifft dich, natürlich. Ey, das ist brutal unfair. Das kann echt nicht wahr sein. 100 Gegner und du kommst ja wieder nicht durch, Mensch. Alter, und dann diese Steuerung, ey. Der eine schmeißt da eben so einen Bumerang oder was auch von der einen Seite. Der eine schmeißt den Bumerang noch von der anderen Seite, ey. Und dann kommen die Drehattacken noch dazu. Natürlich. Und du musst die so oft treffen, ey. Das ist unglaublich, du. Meine Fresse, ist das schwer, ey. Genau. Genau, ich bin weggerollt, du scheiß Affe. Oh, hallo, ich hab aufgetankt. Ey, manchmal klappt das eben nicht, was du drücken willst, ey. Hier wieder, zack, zack, zack. Und wird von hinten getroffen. Zack, du kommst nicht durch. Meine Fresse, lass dich doch mal treffen, du scheiß Gorilla. Ach so, ein Dingsbums da. Krokodilwesen. Genau, der trifft mich. Oh, Alter, ist das schwer, ey. Meine Fresse, doch. Und dann kommt er, genau, der trifft dich mal wieder. Auf das selber anzugreifen, nein, dann schmeißt er seinen blöden Bomber oder sonst was er da hat, ey. Oh, Alter. Du wirst dich umdrehen, nein. Genau, kannst dich nicht bewegen, ey, das ist doch bescheuert, ey. Meine Fresse nochmal. Oh, blöd, dass ich da nur einmal blitzen kann, ey. Genau, und das mit dem Hammer ist so doof, ey. So.
Ich habe eine kleine Pause gemacht, habe ein bisschen Brot gegessen mit Salami und so weiter und habe dann nochmal diese Ecke gemacht hier. Und ich habe mich am Anfang nur auf die Krokodile konzentriert und als letztes dann einen Affen nach dem anderen gemacht. Und da ging das dann einigermaßen. Aber wie man sehen kann, zwei Herzen habe ich da oben noch, also zwei Leben. Und ja, am Ende gab es diese zwei Drohnen hier. Okay, zwei Schlüssel habe ich. Oh, Alter, das war so anstrengend wieder nach dem Essen. Aber gut, ich habe mich gestärkt und hat dann irgendwie geholfen. So, jetzt will ich noch mal kurz speichern hier und dann höre ich erstmal auf für heute. Oh, Alter, diese Affen und überhaupt, ey, wenn du dich da nicht bewegen kannst und. Okay, es wurde gespeichert. Gut. Dann würde ich sagen, gucke ich mir noch mal kurz um. Dann noch ein Herz. Hier noch Talas. Okay, das ist auch gut. Oh, Mann, ey. Dieses Ausweichen und Hüpfen und Zuschlagen und hier auf dieser Ecke und dann so viele Gegner, ey. Oh, gefühlt 500 Gegner oder was und. Boah, so, okay. Ja, hier muss ich irgendwann durch. Da brauche ich vier Kassenstatuen. Gut, oh, so, ich muss jetzt mal Pause machen. Dann, ja, macht noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne? Euer Zelda-Fan zockt dann jedes Mal weiter. So, ich hoffe, das wird ein bisschen ruhiger. Ach ja, so, dann bis zur nächsten Folge. Bye bye.